Habe ich einen Archie? Ja, irgendwo habe ich einen Archie. Archie, wo bist denn du? Ich bin da, Foxy. Sofort? Ich sitze da noch ein paar Wände. Ja, cool. Fahren Sie Das ist schon. nass. Das ist praktisch. Ja. Brauchst dich nicht die ganze Zeit hinstellen. Pfeifen, 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 pfeifen. Voll. Braucht man nicht mehr die Pfeife vom Dienst spielen. Naja, doch, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wieder unsere 50 Rechse nebeneinander stellen, dann Ja. kannst du zwar auch laufen lassen, aber dann hast du nur noch ein Knäuel. Ich auch. So. Proxy, bitte. Ich weiß. Bin ja noch am Bauen. Wäre da nicht mal hoch. Muss ich hüpfen? Dein Quetz, nee, dein nicht, dein Quetz, dein Dingsbums hat Räder. Mit Double Jara, ich weiß. Schaut witzig aus. Könntest du eigentlich irgendwie so eine Ringbase um diese Weltkugel bauen? Das schaut bestimmt auch geil aus. Wo hast denn den stehen, Jack? Ach, da hinten. Nur das im Kreis bauen, das ist so eine Sache in dem Game. Naja, kannst ja viereckig im Kreis bauen. Ja, ich habe mir gedacht, dass das der Hauptplatz sozusagen von der Base wird. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Ah ja. Bist denn du? Hier, Was hast bei du der gefunden? Verpaarung. Was hast du gefunden? Nix, nix. Warte mal. Nix Da Gutes, wenn er oben. sagt, nick, nix. Da oben irgendwo? Nee. Wo bist du denn? Die Treppen da. Stufenförmig Ding. Welche Treppen? Diese Immer Rampe. Richtung Engine. Ja. Diese Rampe da rechts neben deiner Base hoch. Genau. Ich da hochkommen würde jetzt einmal. Da ist irgendwo die Kiste. Da muss ich von oben laufen. Da irgendwo ist die Kiste. Wo bist du jetzt? Ich bin hier oben. Bist du? Da, wo die Lampen umfallen. Wenn ich Lampen fliegen sehen würde. Also diese Rampe da hoch und dann? Rechts, Lauf mal der links. Rampe hoch. Ich bin oben auf der Rampe schon. Ich fliege. Sehe ich gerade voll nicht. Rechts neben deiner Base die Rampe hoch. Ja. Ja, da bin ich. Ich sehe dich nicht. Ich glaube, ja, du bist wieder wo ganz woanders. Nee, ich sehe doch meine Base. Ich fliege jetzt Jetzt genau sehe ich über dich deiner fliegen. Base. So. Jetzt sehe ich dich fliegen. Komm zur Rampe. Nicht die Rampe. Ja, das ist die Rampe rechts neben deiner Base. Ja, Andere dein Seite. Das ist Kommunikationsproblem. links neben deiner Base. Da ist die Laut. Wie war das mit rechts und links? Okay. Schaut aus wie so ein Mac. Und seid ihr schon fertig, ihr zwei? Ja. Ach, das Seil liegt. Was? Ach so, nee, ich wollte gerade sagen, Ratten sind doch lebendgebärend, oder? Wo ist denn dein Inkubator? Da oben steht er. Da. Ach, hier. Hast du Strom? Sollte an sein. Es ist ja in meinen Jetzt Kühlschrank nicht gehen. Ist er an der Inkubator. Den habe ich auch nicht eingeschalten gehabt. Reichen dir über 5000 Steine, Jack? Jo, erstmal für die nächsten 5 Fundamente. Gut, dass ich schon genug Benzin habe. So, 20 Minuten braucht er. Boah, das geht. Geht eh flink. Jo. Warum klingt der Elch immer wie eine Kuh?
Hab ich mir auch schon gedacht. Mö. Schön ausbrüten. Mein Vögelchen brütet das Ei. Zwei Minuten hat das ja noch. Hast du Spaß daran, mich da runterzuschieben? Weiß ja nicht. Doch ja, warum nicht? Muss ja testen, ob das geht. Angel, ich habe eine Frage. Weil du nicht reagiert hast. Kannst du mir von dieser Holztresore ein paar herstellen? Kannst noch nicht erlernen. Mir fehlt das Level noch. Punkte halt. Sekunde. Eigentlich. Bitte? Eigentlich müsste ich es gelernt haben, aber ich muss jetzt überlegen, wo man die herstellt. Hä? Wie heißen die denn? Die heißt noch nicht Ost. Tresore. Wie viel brauchst du? Nee, OCD Fault. Vier erst. Ich baue. Danke. Ach, du baust schon, okay. Sind gleich in der Werkbank fertig. Ja, ich habe festgestellt, dass ich die nicht kann. Macht ja nichts. Ich habe jetzt mittlerweile 8 Stück stehen. Okay. Einer ist nur erstmal so ein zum Reinmüllen und 7 sind beschriftet. Wer klemmt den von uns zwei? Du oder ich? Kommt drauf an, wie schnell das ist. Na, ja, claim, ne, ich suche mir irgendwann mal so Level 150er. Weil okay. Ich befürchte halt, wenn der die Gene von dem, ich weiß nicht, Papa oder Mama geerbt hat, dann ist das so eine lahmarschige Schnecke und die ist ja zu gar nichts zu gebrauchen. Ja, die Mama war die lahmarschige. Was, die Mama? Mhm. Das ist ja grauenhaft mit dir. Ich steig jetzt mal auf meinen grünen. Den habe ich ein bisschen auf Speed nur gegeben. Moment, gleich. Die 6 Sekunden bewege ich mich jetzt hier auch nicht mehr. Das glaube ich. Hui! Da ist er. Jo. Schaut ja vom Kopf her irgendwie aus wie ein Drache. Ja, voll. Schaut witzig aus. Die Klubschauung dazu. Ja. Ja, den Kopf wie so eine Wiffern irgendwie, so ein bisschen. Oder? Jo. Ja. Hat er. Bleibst du stehen, Jack. Passt. Das ist gerade eine witzig was. Sieh man da rein. Na, du kleiner Schlüpfling, du. Weil der die Farbe von der Mama kriegt. Mhm. So, und dein Pixie. Ach, der hat keinen Sattel. Ja, da muss ich noch welche herstellen. Ich zieh mal den anderen drauf. Mal schauen. Das nennst du schnell? Ja, schneller als der andere auf jeden Fall. Ja, aber. Es kommt noch. Die brauchen definitiv eine Speed-Mutation. Definitiv. Auf jeden Fall. So. Ich geier mal wieder ab. Geier mal ab. Wo geierst du denn hin? Erstmal bei dir vorbei. Du hattest gesagt, da gibt es irgendwo wieder Biber. Ja, na, an der Stelle, wo vorhin auch Bibers waren. Mein Adler frisst nämlich gern Biber. Aha, der hat ja Geschmack. Mhm. Ab und zu sogar Foxes, weil die nimmt er auch mit. Ja. Wenn sie da zwischen den Bibern rumlaufen, das kann passieren. Schwupf, auf einmal hat er mich. Oh, da sind sogar zweite mehr. Cool. Es ist auch ein Weibchen geworden, der Willow.
Welches Level hatte ich jetzt gar nicht geguckt? 146. Naja. Brauchen wir noch einen 102er Biber? Bitte, Schatz. Danke. Gut. Keine Reaktion, dann stirbt er. Keine Ahnung. Wird er bestimmt wieder nachspawnen. Ja. Ich weiß nicht, ob Biber sind hier wirklich nur mehr zum Holz farmen. Ja. Mehr nicht. Also. Ja. Sag ich jetzt nochmal. Sind aber Biber. Es sind Biber, ja. Und auch Biber kann ein hohes Level haben. Du blöder Elch, gehst mir jetzt auf die Nerven, echt. Den muss ich doch irgendwie ins Auto machen, aber ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Megaloceros. Genau. Steht eh drauf. Habe ich mir noch nicht unten in Hand. Ich brauche eine Zipfelmütze für den. Oh. Eine Zipfelmütze. Ich kann den Sattel nicht, verdammt. Glaube ich auch nicht. Also. Das würde mich wundern, weil sowas lerne ich eigentlich nicht. Was für ein Sattel? Vom Megaloceros. Kannst du ja mal gucken, ob wir einen Bauplan drin haben für sowas. Von dem Hirsch, was ich da gebracht habe. Wollte ich gerade sagen, wo sind denn die Sättel? Machen wir noch schnell meinen Kaffee fertig. Jo. Baupläne hatten wir einige. Nee. Auch nicht. Megaloreus-Sattel. Mhm. Na, dann lerne ich ihn. Wo stellt man den her? In der Werkbank. Genau, hätte ich fast vermutet. So, jetzt einmal bitte eine ganz große Kaffeerunde. Ich brauche jetzt noch Leder und Fasern. Hat jetzt ein bisschen. Ah, jetzt weiß jeder, wie du schlürfst. Wie viel von diesen Hirschen haben wir denn jetzt? Zwei. Dann stelle ich gleich zwei Sattel her. Ich hab's jetzt gelernt. Das kostet noch diese blöde Forge. 2500 Meter. Naja. Die hast du jetzt eigentlich schnell zusammengeschmolzen, wenn du jetzt nichts anderes ausgibst. Auf das arbeite ich jetzt mal kurz ganz schnell hin. Mhm. Irgendwie. Hirschi, wo bist denn du? Da. So. Das heißt, ich muss dann wieder mal das Schnabulieren geben. So, fragst schon wieder Dings? Polymer für die Schmelze. Achso. Ist dein schon alles wieder verbraucht? So, ein Sattel ist fertig. Das wird nicht lang halten. Mhm. Das werde ich brauchen. Oh, da habe ich ja noch Zement. Na passt, brauche ich nicht herstellen. Dann fällt mir echt nur mehr das Polymer und das Metall. Doch, und ein bisschen Zement noch. Also so blöd. Haben wir da auch noch eine Stütze? So, ist fertig. Der liegt in der Werkbank. Ja, okay, danke. Ich hol mal dran. Was wollte ich jetzt machen? Ich hol mal gleich, weil dann mich in Petri mit. Ich hole dann als nächstes auch die ganzen Vögel. Musst aber einen Sattel mitbringen, der Petri hat keinen Sattel drauf. Macht nichts.